Wenn ihr Lotto spielt, woran denkt ihr? Man kann sich halt Träume erfüllen, ne? Unabhängigkeit. Leben, wo schön ist. Jeder fünfte Deutsche spielt gelegentlich Lotto. Ich würde irgendwas ins Haus stecken, glaube ich. Ins Haus? Ja. Vielleicht mal eine schöne Reise oder so, ne? 4 Millionen Deutsche geben monatlich 50 Euro oder mehr fürs Lottospielen aus. Lotto, Glück oder clevere Anlagestrategie? Nee, das ist eine Glückssache. Das ist wirklich ein reines Glückssache. In meinem Leben habe ich nur ein einziges Mal Lotto gespielt. Denn im Business setze ich lieber auf sichere Wetten. Und wenn es Glück ist, wie kann ich es optimieren? Ich bin Markus Diekmann, Unternehmer, Manager und Familienmensch. Ich habe am Fließband und an der Tankstelle gearbeitet und ich weiß genau, wie es ist, wenn es am Monatsende auch mal eng ist. Aber man kann aus wenig auch viel machen und ich zeige euch, wie es geht. Lässt sich Geld mit einer Lotto-Strategie gezielt vermehren? Hi. Geht's? Ja. Gut. Und ist der Jackpot im Augenblick hoch oder niedrig? Im Moment ist er bei 43 Millionen. Das heißt, viele Lottospielerinnen heute. Viele Lottospieler, jawohl. Ja. Ein Lottoladen in Markus' Heimatstadt Coesfeld. Hier ist mittwochs und samstags gut was los. 6 aus 49 steht an, die beliebteste Lotterie Deutschlands. Inhaber Uwe Prenzloh weiß, viele zahlen 50 Euro und mehr im Monat. Die Leute, die zu dir in den Laden kommen, haben die diese 50 Euro locker? Oder ist es schon ein echtes Invest? Also bei einigen würde ich schon sagen, dass sie es locker haben. Aber die meisten, sage ich, wir haben viele alte Leute hier, die eben halt nur kleines Geld haben. Rente ist nicht so groß. Die versuchen halt noch ein bisschen ihr Glück. Große Gewinne? Eher selten. Noch nichts Großes, immer mal so einen kleinen Betrag. Nicht wirklich. Ja. Also mal drei richtige. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Immerhin, 187 Mal haben Spieler im vergangenen Jahr mehr als 1 Million Euro gewonnen. Und er war einer von ihnen. Kürşad Yildirim aus Dortmund, genannt Chico, Deutschlands derzeit wohl bekanntester Lottomillionär. Chico war ganz unten, Drogen, Spielsucht, Schulden. Er landete sogar im Knast. Doch dann Riesenglück. Er gewann gleich 3-mal im Lotto. Die größte Summe, 10 Millionen. Wenn er irgendwo auftaucht, halten ihn die Leute selbst für einen Glücksbringer. Bitte, spuck mal hier einmal durch. Das ist nicht normal. Nur bis der große Gewinn kam, hat Chico ordentlich geblecht. 15 Jahre gespielt, glaube ich, ne? Wie viel Geld hast du reingesteckt? Oh mein Gott, wenn ich das wusste, Markus. Ich habe so viel Geld reingesteckt, was ich so alles in meine Hand kam. Mehr als 100.000, 200.000? Mehr, bestimmt. Alles, was ich in der Hand gekriegt habe. Klingt eher nach Spielsucht als nach strategischem Investment. Und was kam dann? Was hast du mit deinem Geld gemacht? Jetzt hast du 10 Millionen bekommen plus noch mal 5 richtige. Aber was hast du mit dem ganzen Geld gemacht? Ja, was habe ich mit meinem Geld gemacht? Immer. In Autos investiert? Verstanden. Autos, Schmuck von 500.000 Euro. Ich habe Uhren, Ringe, Diamanten geholt. Ja, und ich habe mehr als die Hälfte von meinem Gewinn habe ich in Immobilien reingesteckt. Spielst du noch Lotto? Muss ich wirklich sagen, ich spiele nicht so übertrieben, aber es gibt nicht einen Mittwoch, einen Samstag, den ich nicht verpasse. Chico spielt mit Systemscheinen. Auf einem normalen Schein kreuzt man 6 von 49 möglichen Zahlen an. Kostet 1,70 Euro inklusive Bearbeitungsgebühr. In einem Systemschein kann man mehr Zahlen ankreuzen und so die Chancen auf 6 richtige erhöhen. Wer zum Beispiel 10 Zahlen ankreuzt, zahlt 252 Euro. Bei 13 Zahlen, dem Maximum, sind es gut 2059 Euro. Chico haut heute noch mal einen raus. Gleich mehrere hundert Euro investiert er in Uwes Lottoladen. Seine Freundin Candy ist nicht begeistert. Ganz ehrlich, 1000 Euro für einen Lottoschein, nur weil 43 Millionen im Jackpot sind. Ich habe ihm gerade versucht zu sagen, spiel doch so einen Schein, wie du gewonnen hast. Weil gewonnen hat er mit einem Schein für 140 Euro. Und mehr in Lotto zu ballern, bringt jetzt nicht unbedingt mehr. Wir haben es ja gerade gesehen. Und du verstehst das nicht. Früher habe ich auch so gespielt, obwohl ich kein Geld gehabt habe. Und jetzt habe ich Magazin zum Ballern. Und jetzt schieße ich. Mehr Kreuze machen, gleich mehr investieren, gleich mehr Gewinne? Weiß ich nicht. Fragen wir doch mal einen, der es berechnen kann. Daniel Jung hilft Millionen von Schülern mit seinen Mathe-Tutorials auf YouTube und anderen Kanälen. Mit Markus investiert er gemeinsam in junge Gründer. Moin. Moin, Markus. Hi. Sag mal, spielst du eigentlich Lotto? Ganz, ganz selten. Kennst du Lotto, Chico? 10 Jahre lang hat er Systemschein gespielt.
Und dann stell dir vor, ich würde das machen. Jeden Monat. Was wäre meine Wahrscheinlichkeit zu gewinnen? Und du bist der Mathe-Gott, du musst mir das ausrechnen. Also erstmal normales Lotto 6 aus 49. Da haben wir eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 140 Millionen circa. Schon verschwindend gering. Aha. Wenn du jetzt nicht nur 6 Zahlen ankreuzen kannst, sondern 10 beim Systemschein spielen, dann hast du die Wahrscheinlichkeit 210 durch 140 Millionen. Ist schon ein bisschen mehr, aber gar nicht viel. Und die Wahrscheinlichkeit dafür, dann zu gewinnen, wäre 0,00015%. Und das ist im Prinzip zwar ein bisschen mehr, aber verschwindend gering. Das ist ja eine Wahrscheinlichkeit von nahezu null. Im Business packe ich nichts an, was nicht mindestens 50% Wahrscheinlichkeit hat. Und hier reden wir über 0,00015%. Das ist ja der Wahnsinn. Shit. Heißt, wenn ein 10er-Systemschein 252 Euro kostet, müsste man 168 Millionen Euro ausgeben, um sehr wahrscheinlich den Jackpot zu knacken. Unglaublich. Was für ein Bullshit. Okay, wenn ich also jetzt alternativ diese 252 Euro monatlich nehme und 10 Jahre zu aktuell realistisch 3% anlegen würde, was käme denn dann raus? Also wir nehmen die 252 Euro. Ich habe jetzt gehört, realistischer Zins ist zu 3%, das ganze 10 Jahre. Und wir machen es so, dass du das Geld auch nicht anrührst. Und dann kommst du auf ungefähr 35.000 Euro nach 10 Jahren. Die ich dann relativ sicher hätte. Auf deinem Konto. Auf meinem Konto. Mega. Mathematisch betrachtet gibt es also keinen schnellen und einfachen Weg, wie du Lotto-Millionär werden kannst. Aber Lotto darf man natürlich auch aus anderen Gründen spielen. Nur die Hälfte der Lottoeinnahmen geht an die Spieler als Gewinn raus. 7,8% sind für die Lottoannahmestellen, 16,7% Lotteriesteuer, 1,5% für den Betreiber Westlotto in NRW. Aber stolze 24% gehen an wohltätige Zwecke. Sogenannte Soziallotterien wie die Deutsche Fernsehlotterie, Klimaklick oder die Aktion Mensch. Sie werben damit, dein Geld ist gut angelegt, kauf ein Los und hilf damit anderen Menschen oder Organisationen. Wie wichtig die Arbeit solcher Organisationen ist, weiß Markus nur zu gut. Er hatte selbst einen schweren Start. Er lebte 3,5 Jahre im Waisenhaus, fand dann eine liebevolle Pflegefamilie. Ein Beispiel für einen wohltätigen Verein, der vom Lotto profitiert, ist der Kölner Kreidekreis mit Geschäftsführerin Ute Wiedemeyer. Kreidekreis, was ist das denn überhaupt? Der Kölner Kreidekreis ist ein Verein. Es ist so, dass es Kinder gibt, die in Kinderheimen leben und die außerhalb der Einrichtungen keinen Kontakt mehr zu ihren Eltern oder zu anderen Bezugspersonen haben. Und diesen Kindern, damit die nicht alleine bleiben, diesen Kindern vermitteln wir einen ehrenamtlichen Wegbegleiterpaten oder eine Patin. Über die Jahre baut sich eine richtig gute Verbindung auf, ein richtig gutes Verhältnis. Aber was hat das, was ihr tut, mit Lotto zu tun? Wir freuen uns, dass seit Mai 2023 erneut für 5 Jahre die Aktion Mensch uns Gelder zugesprochen hat. Da geht es gezielt um die Gruppe der 16- bis 27-Jährigen. Sodass die jungen Leute gut ihren eigenständigen Weg gehen können. Wenn ich anstelle, mein Geld in Lotto zu stecken und Lotto zu spielen, euch das Geld spenden würde, würde euch das auch helfen? Es hilft uns beides. Die Förderung der Aktion Mensch ist das eine. Die andere grobe Hälfte von dem Jahresbudget, was wir brauchen, erhalten wir in der Tat durch Spenden und durch Mitgliedsbeiträge. Mal ehrlich, mit Lotto spielen kauft ihr euch doch maximal 3 Tage Glücksgefühle. Mein Tipp für euch, wenn ihr schon 50 Euro im Monat übrig habt, spendet doch 20 Euro direkt für eine gute Organisation und 30 spart ihr oder legt sie an. Ihr habt gesehen, einige tausend Euro kommen so schneller zusammen als beim Lottospielen.